Hallo Leute, hier sind wieder Marona MC und MacPhisto 2051. Herzlich willkommen zu Skyblock, Sky Factory Let's Play. Na na na, da moderiert er falsch an. Ja, kommt vor. Ich habe halt in letzter Zeit noch ein bisschen Technik gebaut. Das meiste habe ich davon zusammengefasst, was ich gemacht habe. Wir haben zum Beispiel die Spikes da unten ausgetauscht, die sind jetzt aus Eisen und nicht aus Holz und liegen eine Stufe tiefer, sodass die Mobs endlich direkt sterben. Ich mache jetzt noch schnell das Upgraden. Ich hoffe, dass meine Nachbarn mit Bohren fertig sind, sie schrauben gerade. Ja, man hat es eben schon wahnsinnig bohren gehört, da wollten wir die ganze Zeit schon aufnehmen, aber dann... doch lieber nicht. Genau, aber sie schrauben gerade, von dem her haben sie wahrscheinlich ein Bild aufgehängt. Und dafür... irgendwie zwei Löcher gebohrt. Und die Dübel haben sie auch schon in die Wand geklopft. Ich habe jetzt gerade das Upgrade für unseren Harvester gebaut. Und, ach, der ist schon reingeflutscht. Das ist ja cool. Und wir sollten noch ein paar Bäumchen anpflanzen. Ja, Spruce Wood bitte. Ja, ich habe ein bisschen was hier. Ich hau alles mal drauf. Ja, wir müssen... oh. Großes Update. Geh weg. Weg. Hui. Aus. Oh, da ist einiges an Holz drin. Nervige Endermänner. Wir sollten diese Farm irgendwann mal woanders hin verlegen. So, jetzt geht drauf. Immerhin muss man ihn lassen. Wir haben schon jede Menge Enderperlen. Tja, die werden wir brauchen vielleicht, wenn wir beim Ender sind. Aber da kriegen wir dann noch mehr. Also, aber wir müssen... ah, nee, das ist ja die 1.8 noch, Minecraft. Ich dachte gerade, wir müssen aufpassen. Guck mal, wie man Bücher macht. Entweder mit Fäden und Holz oder mit Leder. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Leder. Ja. In der Lebensmittelkiste ist sehr naheliegend. Ja, ich esse auch jeden Tag Leder. Was macht? Für was braucht man denn das ganze Holz? Das war jetzt einfach nur gedacht für die Plattform mal fertig zu umranden. Nee, ich meine das Oakwood. Da gibt es auch einen Haufen Oakwood. Achso, das hast du hergestellt. Dafür haben wir ein paar Äpfel. Ja. Ich habe inzwischen übrigens schon 3 Autosiebe. Hab das, glaube ich, vorab schon gesagt. Wenn man so ein Effizienzbuch reinmacht, kann man sie nicht mehr füttern. Aber sie arbeiten sowieso doppelt so schnell. Jeder hat leider noch kein Effizienzbuch. Das heißt, ich kann ihn aber füttern. Man gibt auch Gas und ist dreimal so schnell, während die anderen nur doppelt so schnell sind. Aber kein Bock, den die ganze Zeit zu füttern. Ach, jetzt habe ich keine. Ach, hier sind die Setzlinge. Ich dachte, ich hätte jetzt keine Rucksetzlinge mehr. Dann hatte ich schon den Enchantment Table gebaut. Davon werde ich mal vielleicht noch einbauen. Machen noch ein Enchantment Table. Ja. Doch. Kannst du sowieso immer nur eins gleichzeitig zaubern. Ist Enchanter. Nein! Oh, jetzt bohren die weiter. Gibt's ja nicht. man hört's. Ja, das ist ein Nachteil in der Wohnung. Leute, warum macht ihr denn sowas? Geh rüber und beschwer dich, du hättest gerne deine Ruhe. Mittagsschlaf, Mittagsruhe, was auch immer. Er verbrennt die Kohle in dem Generator eigentlich auch komplett. Weiter, wenn er voll ist? Nee, dann. Ja, dann geht sie, wird sie fertig verbrannt, aber er nimmt keine neue, wenn er voll ist. Genau, er macht die aktuelle, macht er ja. Okay. Ich mache nämlich hier gerade mal den zweiten Generator auch voll, den dritten. Den können wir ja später einfach austauschen. Ach, Mist. So. Habe zu wenige Diamanten mitgenommen. Wir haben inzwischen ein paar Diamanten. Ich habe sogar schon 2 Diamanthämmer gemacht. Die kann man da oben bei dem Hammer reinmachen. Oh, das sollte ich vielleicht auch als nächstes tun. Der ist nämlich schon leer. Ja, der macht hier nämlich. Der zieht nämlich kein Stein mehr mit. Ah, doch, ganz langsam. Ich nehme ja immer noch ein bisschen Cobblestone. Oh, wir haben keine Energie mehr. Ich habe wahrscheinlich mit dem dritten Männchen unsere Energiereserve zu sehr ausgelastet. So ist es, so ist es. Du bist immer zu geizig. Zu gierig. Nicht geizig. Knapp daneben. Gleiches Wort mit G. Quatsch, ein ähnliches Wort, das mit G losgeht, so rum. Oh, verdammt falsch. So, ich guck mal, dass ich hier noch ein bisschen ausbaue.
Den Redstone hast du wahrscheinlich mitgenommen, oder? Ja, den habe ich ja gebraucht für die für das Upgrade. Ja, habe ich befürchtet. Immerhin haben wir Keys. Ich habe noch was Cooles rausgefunden. Jetzt ein paar bisschen Keys mit. Und zwar habe ich halt immer die ganze Zeit alles einzeln klein geklopft, aber das ist Quatsch. Wir nehmen einfach das Keys. Ja. So, irgendwie ungefähr. Machen dann komprimierten Keys draus. Yes, was? Das hört man bis hierhin. Ja, ich weiß. Tut mir auch leid, aber was soll ich machen? Hä? So, und jetzt haben wir den Keys komprimiert und jetzt kann ich den komprimierten Keys klopfen. Mit dem. Jetzt was. Mit dem Hammer. Leute, dann kriegt man direkt aus einem komprimierten Keys neuen Sand raus. Das spart mir extrem viel Arbeit. Sicher, dass die nicht in deiner Wohnung sitzen? Ja, das sind die unten drunter. Unten drunter? Okay, das Mikrofon, das du hast, ist echt sehr empfindlich. Ja. Tut mir leid. Das sollte ich mir auch mal kaufen. Meins rauscht leider immer so ein ganz klein bisschen. Irgendwas haben wir oben an der Plattform falsch gemacht. Ich habe sie nur angefangen zu umranden, so wie du sie gelegt hast. Nein, nein, hier bei der Hauptplattform in der Mitte. Warum? Na, weil das unten nicht symmetrisch ist. Überhaupt nicht symmetrisch. Ich hatte schon Probleme. Leute, hört jetzt auf! Was soll denn das? So hat es mir schon sehr schwer gemacht, hier überhaupt Solarenergie hinzubekommen, weil der Fallturm alles abdeckt. Hallo, hört mal auf da unten. Ich weiß aber nicht, wo der Fehler liegt im Moment. Jetzt Pläne haben wir, Varuna wird bekloppt. Ja. Von Klopfen oder so irgendwas. Irgendwas ist hier komplett schief gelaufen. 2-2. Ey, müssen wir das mitten am Tag machen? Können wir das nicht nachts machen? Ja, wenn andere anständige Leute schlafen. So, und wie ihr seht, ich kann jedenfalls... Achtung! Ah. Hinter dir, hinter dir! Ich hab doch nichts gemacht! Wie ist der voll abgegangen? Keine Ahnung. Gut. Erstmal lieber was. Bevor er zu mir kommt. So, hier sind jetzt zwei. Da ist der Fehler. Bei mir hat man gesehen, dass ich ganz gemütlich hier das Zeug klopfe. Auf einmal ist der Enderman sauer geworden. Und durch das Komprimierte geht das auch viel schneller. Oh, sei ruhig da hinten. Ich nerven die klopfenden Nachbarn, mich der Enderman. Die Enderman-Geräusche sind einfach unglaublich laut. Kann man die eigentlich irgendwie leiser stellen? Ja, finde ich auch. Also die sind ein bisschen arg. Gerade in den Let's Plays, wenn man irgendwas am Sagen ist, dann Schrei, Kreisch, sonst was. Man versteht nichts mehr. Und der Rest geht ja noch, aber Endermen sind schon... Och, das kann ja wohl nicht sein, hey. Sind die immer noch dabei? Ah, ich hasse Nachbarn. Oh, sehr schön. Ich habe einfach mal die feindlichen Kreaturen auf 20% gestellt. Dann sind sie immer noch laut, aber jetzt erträglich. Keine Ahnung, ob man denn noch Zombies hört. Ich spring auf die Kiste, du Depp. So. So. Oh, vor dem nervigen Enderman. So, und jetzt habe ich jede Menge Sand. Ich habe auch ein starkes Sieb gebaut, sodass man... Staub. Hm? Hallo? Eins daneben. Ach, ich habe vergessen. Ja. Lol. Ich habe natürlich vergessen, das Zeug wieder zu komprimieren. Warum hier ist auch wundert, warum es nicht geht. Zwei. Ach, und dann bin ich noch eins raus. Dann war das... Oh nee, der komplette Weg hier ist falsch. Natürlich auch noch neun... geringfügige 7. Oh, zum Glück haben wir hier unten noch das Rockwood.
jetzt ein bisschen einfacher für mich. Was machen die denn? Hauen die die Wohnung klitzeklein oder Momentan klingt es nach normalen Hämmern, aber eigentlich so, als ob der gerade neben dir steht. Nein, das ist es ja. Die sind einfach behämmert. Stampf doch mal auf den Boden. Ja, ja. Als ich hier am Anfang Dart-Training gemacht habe zu Hause, da haben sie auch immer geklopft. Aber das waren die von oben drüber. Ja, siehst du, deswegen musst du auch nach unten stampfen. So, ich siebe jetzt immer komprimierten Staub. Das sind dann immer 9 auf einmal. Man kriegt zwar nur 7 Sachen raus, aber es geht trotzdem erheblich schneller. Naja, du siebst mehr, aber effektiver ist es nicht. Insgesamt etwas weniger effektiv, aber es geht trotzdem dann halt um den Faktor 7 schneller. Wenn man das Komprimieren noch wegnimmt. Ich glaube, da kam gerade ein bisschen Redstone raus. Brauche nämlich noch ein bisschen mehr Redstone für mehr Solarzellen. Damit spare ich mir auch schon irgendwelche anderen Sachen da drüben zu bauen an energiefressenden Sachen. Ich wollte ja eigentlich noch 2 Hämmer machen, damit wir automatisch immer Redstone haben. Den einen, der noch Gravel klein klopft, und den anderen, der dann Staub draus macht und den Staub dann auch sieben lassen, aber irgendwie Achtung, ich baue was von dem Weg oben ab, unten drunter ab. Nicht, dass du da drüber läufst und ich baue gerade unter dir ab. Jetzt sollte nichts passieren, außer du machst 2 Blöcke weg. Nee, ich bin ja am Weg. Ich stehe noch auf dem Sieb. Da Minecraft-Blöcke Gott sei Dank fliegen, wenn sie nicht aus Sand oder Kies sind. So. Ich glaube, jetzt habe ich den Fehler behoben. Mach's wie Microsoft. Ein Fehler beheben, 2 neue einbauen. Nee. Nein, jetzt passt's. Jetzt sieht's gut aus. So. Ahaha, wunderbar, supi geil. Ah, ich habe noch einen Induktionsschmelzer gebaut gehabt, um Stahl herzustellen. Also zumindest theoretisch können wir jetzt Stahl herstellen. Hier irgendwo kommen die ganzen staubartigen Sachen rein. Wunderbar. Und für Solarzellen, was hatten wir da? Ach ja, ich brauche jede Menge Glas. Das heißt, ich brauche Sand und Dirt. Aluminium-Ingot, die kann man derzeit schon mal herstellen. Ich glaube, wir sollten genug Aluminium haben. Eisen, Zinn. Oh, warum müssen die alle verschiedene Barren haben? Hier sind verschiedene Modpacks. Ja. Da liegen aber 2 Barren nebeneinander, die alle gleich aussehen. Das ist was anderes, das nervt ein bisschen. Oder das Aluminium. So, die Plattform hier unten baut sich weiter. Du hattest... hör auf zu klopfen, Mann. Ihr nervt mich, aber so richtig. Ich hatte? Du hattest vorhin irgendwas gesagt, dass Mobs unterhalb des Erdlevels, also des ersten Blockes sozusagen, spawnen könnten. Ja, da können dann auf jeden Fall seltsame Viecher irgendwas spawnen. Du hast ja schon... Ich hatte mal irgendwann so ein... wie heißen die, Patreon niedergeknüppelt, der dich einfach von der Plattform runtergehauen hat. Ja, aber wie kann das sein? Warum haben wir hier gerade irgendjemand schießt? Die gigantische Waffel mit einem Bogen hier oben stehen. Das war der Knopf F7, oder? Ja, haben auch keine Waffe. Ja, also irgendwie scheinen die doch ab und zu mal zu spawnen. Ist hier oben absichtlich der Zaun kaputt? Ja, da habe ich ja gerade die Plattform, den Weg verändert. Okay. Wo ist meine Hast du die Zäune alle mitgenommen? Hä? Hast du die Zäune alle mitgenommen? Vielleicht ist eine Runde, ich habe keinen im Inventar. Ja, vorhin waren hier noch welche in der Kiste, das meinte ich. Was wollte ich gerade? Chisel. Haben wir noch eine Chisel? Wo ist meine Chisel? Ich habe noch nie eine benutzt oder gebaut. Ja, zum Glück haben wir noch ein bisschen Eisen. Wo sind eigentlich die Diamanten hin? Die sind drüben in dem Diamantfass. Ich habe einen Fass gemacht. Ja, wobei, kriegt mir ja relativ viele. 26 Stück haben wir gerade auf Vorrat.
Schüssel. Schüsselnüssel. Und dank dem Männchen auch ein bisschen mehr. Jetzt muss ich ihn erstmal wieder ein bisschen mehr Energie herstellen. Man könnte natürlich auch ins Bett gehen. Oh Kacke, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Blöcke ich da verwendet habe. Es klingt gerade, als ob man jetzt so richtig Gas gibt. Ja, irgendwie, also die haben die sind bekloppt, haha. Alle Tassen im Schrank oder so. Cobblestone with Dent. Wir sind auch jetzt schon wieder fast durch. Okay, ich werde auf jeden Fall fürs nächste Mal, das werde ich nicht zeigen, noch ein paar Solarzellen mehr bauen. Kann ich ja schon mal Sand machen. Ja, nein. Ja, hier rein. 4, 5, 6. So. Noch mehr Crafting Table. Mehr Automatisierung. So, dann mach ich den hier noch kurz. Mit dem hier. Die Nachbarn haben wirklich nichts anderes zu tun, als mich in der Aufnahme zu stören. Vielleicht soll ich denen mal sagen, dass ich aufnehme. Ich sag das und die fangen an, 20 Bilder am Tag aufzuhängen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Was die Nachbarn jetzt sagen, wenn die weiter so bekloppt daherkommen, das wird für immer im Internet festgehalten. Ja, wird sowieso. Okay, nee, hier ist das stimmt, okay. Ich frage mich, warum ich so viel Sand gemacht habe. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen... Nein, mein Hämmerchen ist kaputt gegangen. Egal, dann kann ich schon mal das Glas brennen. Yes, das läuft. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme hier auch. Wir sind sowieso von der Zeit her durch. Okay, heute eine mit einer sehr bekloppten Aufnahme. Definitiv. Ich habe gerade ein bisschen Glas geklaut. Nein! Wo brauchst du Glas? Zum Bauen. Bin schon fertig. Hier. Okay. War nicht viel. 4 sind noch da. So. Aber... Dann hoffen wir, dass wir bei der nächsten Folge etwas mehr Ruhe haben. Ich hoffe wirklich, bis dahin ist Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei McChristo mal vorbei. Bis dann. Ciao. Jo, ciao, Leute. Tschüss, Maruna. Bis dann. Ciao.